Oh, jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Endgegner. Der Ola Heisenberg. Richtig, ein Haus, ne? Irgendwie. Und wir haben auch jetzt nur einen Weg, wo wir jetzt lang können. Wir haben nur ein Tor, das quasi mit dem jetzt sechsflügeligen Schlüssel zu öffnen wäre. Oh, mal gucken. Führe uns dorthin, Benny. Führe uns dorthin. Also es geht ja hier durchs Dorf, durch die Valkyrienstatue, würde ich jetzt sagen. Ist auch, glaube ich, kaum zu übersehen, wo wir hin müssen. Ja, du, Rose is waiting for us, für uns, ne? Also for you. Steht auch hier schön, Rose wartet auf dich. Okay, das Spiel weist uns dezent darauf hin, wo wir hin müssen. Ja, ganz subtil. Ja, okay. Okay. Was haben wir hier? Good luck. Viel Glück. What? Wir sind auf dem Dach. Sind wir der Große? Nee, ne? Der Große ist ja eigentlich tot. Den Großen haben wir gelegt. Die Frage ist, wie viel gibt's davon? Oh, hinter uns? Guck mal, sind die runtergesprungen? Nee. Nö. Okay. Ja, wahrscheinlich springen die über uns in der Schlucht, ne? Irgendwie. Die Säcke. Okay. Oh, diese schöne mobile Kunstwerke. Oh, ihr fehlt, Alter. Ey, oh Mann. Ich frage mich persönlich, warum sind die eigentlich jetzt wie gesteuert? Oh. Warum sind die eigentlich über das Dorf hergefallen, frage ich mich. Lässt sich noch nicht so wirklich beantworten, die Frage, oder? Nee. Aber Benny nimmt wieder souverän mit dem Sniper die Werwolfsrudel auseinander hier. Steht da oben noch einer am Baum? Am Baum, wo die Fackel ist? Oh ja. Da hast du recht. Den habe ich übersehen. Ja, deswegen sind Sniper immer zu spät unterwegs. Ich würde jetzt mal interessieren, kann ich die hier alle abschießen? Oh, das war. Also ad hoc würde ich mal vielleicht eher sagen, nee. Ich glaube nicht, dass das wirklich interagierbare Elemente jetzt sind im Spiel. Nee, okay. Kann ich wirklich nicht. Beim ersten hätte ich gedacht, okay, ich habe daneben die Chance. Aber der zweite hätte sitzen sollen. Ein Kraut. Okay, okay. Oh Mann, Alter. Die haben wirklich die ganzen Dorfbewohner alle platt gemacht, wa? Komplett. Ja, mal gucken, ob wir noch erfahren, warum, wieso, weshalb. Bin ich echt gespannt. Also, weil ad hoc eigentlich lebt. Oh, meine Fresse. Da ist noch einer. Hallo! Oh. Also, soweit wir wissen, lebt ja auch kein Dorfbewohner mehr, ne? Also, alle, die wir getroffen haben, nee, wurden alles getötet. Ist. Genau, also. Und andere haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, ne? Außer hier die freaky Verwandtschaft hier. Oh, ja, so. Mit Pfeil und Bogen. Wow! Ja, jetzt hast du mir zu lange gedauert hier. Nope. So, hier oben war noch einer. Ja, genau. So. Okay. Ich denke, wir werden jetzt auch wirklich in den Wolfsbau vorstoßen. Also, noch nicht hier, aber ich denke, das Sägewerk wird auf jeden Fall von diesen Viechern wimmeln. Also, die Range ist echt krass zum Einsammeln, ne? Das aber ist auch praktisch, also ja. Aktuell. Aha. So ein Fässchen bedeutet nichts Gutes. Okay. Aha. Du interessierst mich da unten nicht. Ich komm erstmal hier hoch. Ich stehe direkt vor dir. Huch! Hallo! Das ist der Pfeil. Der Pfeil ist einfach krass. Okay. Oha, okay. Irgendwo ist noch einer. Die hat echt Power, die Knifte, wa? Mein lieber Herr.
Hier sind überall diese roten Fässer. Also 3 Stück finde ich schon, ist nicht gerade wenig. Ich habe fast die Befürchtung irgendwie, dass jetzt hier nochmal vielleicht so ein Secret-Boss kommt oder so. Vielleicht der mit dem Hammer oder so. Wie ist der Geier? Ach, den haben wir ja auch noch vor uns. Oh nee, so ein Zwischenboss wahrscheinlich oder irgendwie so eine Art. Wie kriege ich dieses Tor auf? Ja, wie kriegen wir das Tor auf? Warte mal. Ich will mal ganz kurz erstmal nochmal hier hinten hoch. Ah, und dann haben wir uns. Warte mal, stopp. Links von uns. Rechts von dir. Lag gerade was, glaube ich. Munition, ja. Scharfschützenmunition. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht. Ja, 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 ja. Scheinbar ist das zeitbasierend irgendwie. Also man hört die ganze Zeit so einen Mechanismus klicken. Versuche einfach mal beide gleichzeitig hinzukriegen. Wow! Die habe ich nicht gerechnet. Voll. Klingt aber auch wie nasse Säcke, wa? Irgendwie. Flatsch, flatsch. Ah ja, kommt mal hier hoch. Hopp! Und abwärts geht's. Hui! Schreck mich doch nicht so. Ist einfach komplett von der anderen Seite gegrabbelt, das Ding. Komm, für euch. Kommt mal her hier. Oh ja. Okay. Also das ist eher Call of Duty als Resident Evil. Call of Evil. Quasi. Aber das Tor ist offen. Guck mal hier. Schön, 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 schön. Ja, willkommen bei Modern Village. So, und jetzt betreten wir hier. Ach so. Na, der Schatz muss sich jetzt aber gelohnt haben hier irgendwie. Wir können hier zwischenspeichern. Rohrbombe. Okay. Okay. Right, so. Oh, der Turm von Amon-Sul. Na dann lass uns mal nach oben gehen, gucken, was da uns erwartet. Oh, hier ist noch ein Abzweig. Ach du Scheiße, Alter. Wir kommen ja auch gar nicht so weit nach oben, weil. Ja. Ja, hier kann er ja nicht springen. Das ist ja. Wenn du Batman wärst, dann würdest du es schaffen. Guck mal, hast du eigentlich Dark Knight Rises mal gesehen? Nee. Da ist nämlich genau so eine Szene. Klingt schon wieder sehr nach. Bevölkert durch haarige Biester. Ja, ich bin mal gespannt. Gott, das ist hier. Das muss ihr Nest sein. Ja. Okay. Na, dann treffen wir auf jeden Fall auf den. Wenn das hier das Nest ist. Ich würde gern sehen, wo die sind, damit man die so schon mal vorher so ein bisschen. Sich sondieren kann, wa? So separat ausschalten. Aber ich glaube, die werden erst getriggert durch irgendwas. Ja, kommen sie. Oh, ja. Na, wartet mal. Ah, eine kleine Socke hier. Eine Mine wäre geil. Wir arbeiten uns sehr wenig mit Minen, oder? Ja, weil ich glaube, ich auch kaum Minen habe. Wir haben so viel Munition, dass ich hier erstmal die Pistole einfach mal, glaube ich, leer schieße. Oh, der war nicht gut.
Ja, kommt immer hier rüber. Immer. Hey. Ah, schön den Engpass hier nutzt, Benny. Strategisch gut positioniert, der Boy. Oh, das gab jetzt aber auch ordentlich wieder Cash. Ja, ich denke mal, die ganzen Updates, die werden uns noch ganz schön Kohle kosten. Oh. Oh, oh. Jungs. Mann, die hat was Power, die Knifte, Alter. Ja, meistens brauchst du, wenn du Headshots setzt, zwei Headshots. Ja. Hinter uns kam jetzt gerade noch einer runter. Zwei Stück. Ah, schade. Ich dachte, die Explosion hätte ein bisschen mehr Bums gehabt, aber nee. Ja, leider nicht noch Reichweite gehabt. Gib mal an, Alter. Ich glaube, laufen wir einfach nach oben. Ich glaube, die kommen einfach, werden getriggert. Soll ich jetzt einfach mal so machen? Da 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 da. Tschüss. Da da da. Ja. Hat sich nicht schnell genug umgedreht, leider. Aber kein Problem. So, komm, jetzt mal hier rüber. Und da rüber. Oh, doch nicht. Also hier muss ich auch wirklich nochmal ganz klar das Gegnerdesign nochmal ganz dolle positiv hervorheben. Das haben sie wirklich geil gemacht. Also, oh, hat bis jetzt keinen Gegner bei ihr gehabt, wo ich sagte, ja, das ist ja lame irgendwie. Also, ja, sei mal irgendwie im Resident Evil Universum mit Werwölfen oder so, lass mal alles so ein bisschen außen vor. Aber die wirken halt krass. Und die setzen einen, finde ich, auch ziemlich unter Druck irgendwie durch die reine Geschwindigkeit und die Agilität. Ja. Oder was sagst du, Benny? Ja. Aber du bist gerade total im Stress, wa? Och, ich leg ein paar Minen. Ah! Ey. Ja! Lasst mich in Ruhe. Ich hab euch Minen hingelegt. Oh, da ist ja der. Nee. Weg da. So, jetzt testen wir mal aus, ob ich die Minen auch auslöse. Nope. Oh, bitte nicht. Okay. Ah, komm mal, kam. Oh, schön. Perfekter kristalliner Schick. Also ich muss ja sagen. Also dein Aim ist Sahne, muss ich mal sagen. Ist also. Heute läuft's irgendwie. Also heute ist besser als sonst. Nee, das war jetzt sehr schön mit anzuschauen. Ne? Sehr präzise, der Boy. Trotzdem nur 223 Schuss, weil wie das ist. Ja, das ist. Wir wollen uns jetzt nicht darüber beschweren, dass wir zu viel Munition haben. Ah, so, gibt's denn hier noch was Feines zu entdecken? So, schauen wir uns doch mal. Na, guck mal hier. Die Ritterrüstung an. Magnum-Munition. Magnum! Ich mag ja die Magnum. Was ist das denn? Magnum-Mandel? Boah, guck dir, da setzt die Blutspritze auf der Knifte, Alter. Boah. Das stimmt. Ja. Oh, Ziege. Hört sich auf jeden Fall ganz schön heftig an. Kannst du in der Mitte runtergucken? Nee, ne? Warte. Nee, ist ein Boden. Nee, okay. Ist ja. Water. Ich glaube, die Shotgun ist schon mal nicht schlecht, irgendwie, wenn du die jetzt. Zu spät. Ah, das ist auch fies, Alter. In Teil 7 konntest du wenigstens noch nach vorne gucken, aber jetzt wirst du selbst der Sicht beraubt. Ach du Scheiße, da hängen die Penner. Oh, nee, Alter. Okay, wir laufen mal weiter. Oh, Mann, Alter, das gibt's doch nicht. Oh, nee, Alter. Kann ich. Oh Gott, nee. Ich hätte jetzt am liebsten die Pistole rausgeholt, aber. Konnte ich leider nicht. So, hier gibt's erstmal nochmal Heilung. Heilung ist nicht verkehrt. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug.
Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesen Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit 4 übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kam der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Wurde jetzt von diesem Zeremonienplatz quasi gesprochen? Also dem genau. Vor dem Altar? Oder hinter dem Altar? Na, immer den Altar sehen? Und dann immer da, wo diese gigantischen Statuen sind. Ihr habt ja nochmal so ein Pendant dazu. Ja, genau. Das eine war ja der Altar, wo wir die Gefäße einsetzen, und das andere ist ja der Zeremonienplatz. Platz der Giganten. Der Zeremonienplatz ist da, wo die Gefäße eingesetzt werden. Und der Platz der Giganten, das ist da, wo die, wie ich schon sagte, die Giganten sind. Da ist eine rote Tür. A red door. Ich habe so ein bisschen Angst, hier runter zu rennen. So ein bisschen. Oh. Oh, genau je, Alter, deswegen. So, wir machen mal jetzt mal hier den hier. Die Wolfsbane. Das ist nicht gut. Nee. Warte mal, lass mal. Komm. Die Frage ist, ob er alleine bleibt. Oder ob er Verstärkung ruft. Ja, die Kleinen will ich damit nicht abschießen. Oha! Alter! Okay. Kurz mal nachladen. Ich habe nur noch 3 Schuss. Sieht mit Heilung aus. Sah gerade recht finster aus bei uns. Boah, können wir hier mal nebenbei. Wie, warte, leck mich doch. Wartet nee. Schon? Haben wir ihn schon? Nee, oder? Das war er jetzt nicht hier. Ja. Okay. Der kristalline Hammer, Alter. Okay, gut, dann für den anderen brauche ich hier. Weg hier. Ich sag ja, die Magnum. Boah, könnten wir für diese Munition herstellen? Wäre mein Favorite Time. Ja, ich glaube, dann macht man sich aber auch viel das Spiel kaputt irgendwie, wenn man mit so einer absoluten OP-Waffe da rumläuft. Ah, das stimmt auch wieder. Aber naja, die Magnum ist halt immer die Crème de la Crème neben dem Raketenwerfer im Resident Evil-Universum. Ja. Okay. Oh Gott. So, jetzt haben wir aber die Magnum verballert, so fast, so ziemlich. Ich glaube, ich habe nur noch 3 Schuss oder so. Hab jetzt nur ein bisschen Schiss vor Heisenberg, weil das war jetzt, ich sag jetzt mal, der kleine Boss. Der kleine Heisenberg. Genau. Du sag mal, bewegen wir uns immer noch Richtung Schatztruhe? Ich glaube nicht. Wir sind schon vorbei. Ja, das Problem ist... Nee, wir laufen dahin. Warte mal. Nee, wir sind dran vorbeigelaufen. Weil wir jetzt ja hier wieder zurücklaufen. Ach so, wir springen quasi wieder auf dieses Areal zurück. Kann... Okay. Ach so. Also würde ich jetzt... Ja, keine Ahnung, also... So sieht zumindest erstmal auf der Karte aus. Das sieht irre gut aus, ey. Also das Worldbuilding und das Setting ist mega in dem Spiel. Kann man nicht anders sagen. Okay. Findest du nicht? Doch. Ich bin jetzt gerade nur so ein bisschen verwundert über den laufenden Fernseher wieder, über mein RTL. Das ist RTL. Mein RTL läuft hier. Und der Flakon Torso? Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt.
Aha, okay. Kann ich eigentlich... Schade. Okay. I guess. Wahrscheinlich wirst du genau über der Kiste jetzt rausgeworfen. Oder einfach davor. Ah, Gelmos Teller. Na bitte, finden wir jetzt auch noch schöne Ziertellerchen. Das ist doch geil. Okay, dann gehen wir mal wieder ein bisschen Boot fahren. Boaty Boat. Das finde ich jetzt aber erstaunlich, dass wir diese gläserne Gefäße gefunden haben. Ich dachte wirklich, dass Heisenberg derjenige ist, der das halt noch... Na, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir das Ganze in den Altar einbasteln. Bei Heisenberg wird ja dann dennoch irgendwann irgendwo bei uns oder für uns ja auftauchen. Genau. Ja, das kann sein. Also ich bin halt nur von ausgegangen, dass man halt erst das ganze Sägewerk auf links krempeln muss, irgendwie, um an das Ding zu kommen, ne? Okay. Kannst du kurz, genau, einen Blick auf die Karte wäre super. Ah, da kommst du in der Katakombe raus. Nice. Auf dem Friedhof war doch eine Katakombe, ein Mausoleum war da vergittert. Und da geht die Leiter hin. Ah, stimmt. Aber was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier Feines? Na, wieder die 0815 Folterbank, wa? Zum Fleisch zart machen. Kalia, oh. Fotofilm. Geisterfisch. Achso, ach, das war. Ja, den, ja. Selbst den haben wir ja schon, ne? Den haben wir ja schon gefunden. Das war ja der feinste Fisch. The finest selection. So, hier gibt's doch bestimmt aber auch wieder. Ein Versteckerchen? Na, ja, eine Ziege oder so bestimmt, oder? Ist da hier wieder so... Na, ja, es wäre bestens prädestiniert dafür, der Ort, ne? Okay, hier gibt's eine... Oh. Was ist das denn? Notizen zum Cadieu-Implantation. Probanden 174 bis 181. Proband 174. Mihai M. Merkmal, 21, männlich, Silberschmied. Namen von einer Lungenentzündung. Ergebnisse? Geringe Kompatibilität. Cadieu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers. Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Typische Anzeichen eines Lichens. Auf die Weide geschickt. Auf die Weide geschickt. Proband 177. Bernadette B. Merkmal 21. Weiblich. Keine Beschäftigung. Keine Vorerkrankungen. Ergebnisse? Tod. Proband 181. Alcina D. Aha, guck mal. Merkmale, 44, weiblich, Nachkomme des Adelsgeschlechts, nicht aus dem Dorf, vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse, sehr gute Kompatibilität. Keine Wahrnehmungsverlust, kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implantiert und zur Beobachtung entsandt. Ja, das ist hier Lady Dimitrescu. Alcina D. Okay. Auf die Weide geschickt, fand ich ja mal ganz makaber gerade. Alter. Auf die Weide geschickt. Oh. Ist das hier hinter noch irgendwas? Nee. Also auch diese, da wo die ganzen Leichen jetzt hangen und die Werwölfe alle gefressen haben. Oh. Fand ich schon heftig. Auch die Gegner finde ich stark gemacht. Mal, haltet ihr jetzt mehr als einen Schuss aus? Oh ja. Oh ja. Damit hab ich die Frage ist halt auch wirklich, ob es jetzt mal ganz untypisch, ihr seht irgendwie wirklich die Köpfe, die Schwachstellen sind. Weil normalerweise, klar, ist immer Headshot eigentlich der Spot, wo du hin willst, so. Guck mal, ich mach jetzt den Steven-Style, pass auf. Ach, schade. Du haust mit der Shotgun um. Ja, ich wollte eigentlich, dass er auf dem Boden liegt, sodass dass wir hier ihn dann mit dem Messer finishen. Nein, Steven-Style ist Pistole, Knieschuss, ran, Messer, tot. That's the way. That's the way Steven goes. So, aber geil ist, wir kommen jetzt natürlich gleich direkt im Village raus. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Tada! Guck mal hinter uns, vielleicht ist da noch irgendwie, haben wir irgendwas? Eine Ziege? Nee. Also nicht, dass ich was gehört hätte, aber wäre halt auch ein schöner... Platz zum Verstecken. Miep. Doch nicht so, dass man durchs Gitter greifen könnte und aufmachen kann, wa? Oh, da ein Edelstein. Da war doch gerade ein Steinchen hier oben.
Aber ich werde mal gucken, genau, da haben wir schon alles eine Brosche durch. Oder so was, wa? Ein großer Kristall. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu Duke. El Dulce, genau. Machen uns mal wieder ein bisschen, verkaufen wir ein paar Sachen. Und vielleicht können wir ja nochmal ein kleines Update vornehmen. An den Waffen, die wir haben. Und dann Sägewerk. Okay. Achso, ha, wir können ja auch erstmal gucken, was passiert, wenn wir den vierten Glascontainer einsetzen. Ja, das können wir auch natürlich gleich noch machen. Das wäre vielleicht am sinnvollsten so. Ich werde trotzdem verkaufen, oder? Dich lebend wiederzusehen. Willkommen, Ethan. Willkommen, Ethan. So, verkaufen wir erstmal hier die ganzen Dinger. Den großen Kristall zweimal. Der Vivianit, kann man den vielleicht einsetzen? Okay, dann lasse ich den nochmal drin. Gelbquarz. Bei dem Gelbquarz genauso, ne? Irgendwie. Oh, Alter, 16 Schädel. Krass. Das ist man heftig. Den nehmen wir auch noch mit. Was haben wir da? Der Hammer, 35. Oh. So, und hier haben wir ja noch die Kette. Dann machen wir erstmal den hier so. Gehen wir nochmal kurz raus. Ich habe gerade nicht an Sinn, was mal wir in die sehen, Kette eingefügt haben. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Können wir nicht kombinieren. Nicht kombinierbar, ja. Nicht kombinierbar mit dem Gelbquarz und auch nicht mit dem Vivianit. Vivianit. Na gut, dann verkaufen wir sie. So, das. Ja, pass auf, dann kriegen wir für die komplett eingefügte Kette kriegen wir dann so 1000. Das kriegen wir kein bisschen in Relation zu dem Mittelschleppe. So, okay. Aber wir können nichts Neues kaufen, ne? Neuen Koffer oder so gibt's auch nicht. Wir könnten hier gucken. Nee. Wenn du willst, kannst du natürlich die Feuerrate kannst du natürlich ein bisschen hochschrauben jetzt, wa? Ja gut, wir haben ja 300.000. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Noch die Nachladegeschwindigkeit einfach mal hochsetzen. Einfach mal full equipped. Wir haben immer noch 298.000. Also, vor allen Dingen, uns fehlt ja noch. Also wir müssten ja mindestens noch einmal den Duke, so ein Upgrade kriegen vom Duke. Damit wir ja die Waffe wirklich voll... Absolut, ja. Essen ist Leben. Essen ist Leben. Mann, musst du überlebst du aber lange. So. Lass uns den Glasbehälter einfügen. Okay, mal gucken, was passiert. Ja. Jetzt schleppst du diesen Klops damit, Alter. Okay. Heisenberg. Soll ich Heisenberg aufsuchen? Wahrscheinlich wird Heisenberg am Platz der Giganten stehen. Na gut, dann gehen wir mal da hin. Schleppt er da wirklich da jetzt da so ein Mega-Stein mit, Alter? Das ist doch heftig. Wie kommen wir denn da nochmal hin, sag mal? Achso, da vorne, ja. Genau, gerade zu einfach. Oh, was war das? Hallo? So, nach meinem Verständnis, na, sollte man doch eigentlich, glaube ich, das Ding jetzt hier hinstempeln. Ich würde sagen, ja. Oder? Ich, der Giga. Überleg mal, wie schwer das Ding ist, ey. Ja, ich sag, Ethan ist einfach eine krasse Sau. Ist einfach ein krasser Typ. Hallo? 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 Wer sagt denn, dass ich hier runter will? Okay. 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 Willkommen im Fahrstuhl des Grauens. Ja, dann lass uns mal schauen. Oh Gott. Ah. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Ja, los, stimmt. Komm einfach über die Brücke. Ja, das ist natürlich eine Einladung, irgendwie, der man jetzt, glaube ich, nicht so blauäugig folgen sollte. Aber wir werden ja keine andere Wahl haben, ne?